Freunde und Förderer des Jugend- und Freizeitsheim Fernbacher Hof. Himmlische Ruhe mitten in Gottes Schöpfung können wir hier erleben. Und jetzt ist es noch 4 Wochen wahrscheinlich bis Ende Mai. Dann kann der Fernbacher Hof eröffnen. Die Bauarbeiten sind fast fertig. Und wir gucken uns jetzt gleich mal an, wie es innen und außen aussieht. Wir sehen jetzt hier den Anbau. Der ist fertig mit dem neuen Dach und dem Fernbacher Hof. Da drüben die Scheune und die Solaranlage wird gerade schön mit Sonne bescheint. So soll es sein. Und jetzt gucken wir mal, wie es da drinnen aussieht. Als erstes laufe ich jetzt durch die Rampe. Hier werden noch Geländer montiert, aber es ist jetzt tatsächlich ein barrierefreier Eingang, um reinzukommen in den Fernbacher Hof. Hier sieht man die Rückwand. Notausgang und jetzt geht die Rampe hier weiter, einer guten Steigung, und hier stehen wir an der Tür. So, jetzt gucken wir mal, ob der Schlüssel hier passt. Und dann hereinspaziert. Hier sieht man den Blick durch das Panoramafenster mitten in den Schwarzwald und auf den Platz der Begegnung. Hier sind wir reingekommen. Hier entsteht das barrierefreie Badezimmer und hier dann das barrierefreie Zimmer. Wir laufen weiter in den Aufenthaltsraum. Der Boden ist schön verlegt. Wir sehen hier den Kamin. So, jetzt schauen wir mal, wie es im ersten Stock aussieht. Die Geländer hier sind schon fertig. Treppe wird noch gemacht. Hier geht es raus zum Notausgang und man sieht, auch wo wir eben gekommen sind. Dann gehen wir jetzt mal in den ersten Stock. So, hier ist noch der große Gang, Aufenthaltsraum. Und dort links und rechts sind die neuen Bäder. Wir haben hier mehrere Einzelduschen und Einzeltoiletten. Und es ist für alle, die hier schon mal waren, die noch die Gemeinschaftsduschen kannten, natürlich ja, eigentlich fast schon Luxus pur, so wie es jetzt hier renoviert worden ist. State of the art, wie man so schön sagt. Hier haben wir die Empore und das helle Dachfenster. Da geht es in den zweiten Stock und hier geht es in den früheren Anbau. Vor uns eine schöne Brandschutztür. So, hier nochmal die Sonnenliegen und der Platz der Begegnung mit der Feuerstelle. Und dann da hinten links im Bild die Bänke dazu. Jetzt gehen wir in den zweiten Stock. Mal schauen, wie es da aussieht. Sie sehen jetzt hier noch die weißen Folien am Boden, die werden dann natürlich weggemacht. Und hier ist jetzt die Brücke vom neuen zum alten Fernbacher Hof. Hier kann man nochmal runter gucken von der Empore. Und wir gehen jetzt mal in den alten oberen Bereich. Tür. Wir gehen ja immer rein ins Haus und dann wieder raus in den Schwarzwald, und irgendwie ist rein und raus hier. Hier sieht man nochmal die Natur so nah. Man macht die Tür auf und schon ist man in der Natur. Jetzt komme ich wieder rein.
Hier ist das neu entstandene Zimmer. Und es war einfach, um die Barrierefreiheit herzustellen, viel einfacher einen Anbau zu machen und dadurch auch die Bäder zu renovieren. Und dabei ist dieser Raum neu entstanden. Hier die Solaranlage auf der Scheune und da hinten die Windkraft. Ich hoffe jetzt mal, dass wir es schaffen, einen Mix zu finden mit diesen erneuerbaren Energien und unsere Klimaschutzziele zu erreichen, um himmlische Ruhe mitten in Gottes Schöpfung auch als ökologisches Projekt anzugehen. Dass bald viele Gruppen hier so liegen können, auf diesen Liegen und chillen und entspannen, dass zum 1. Juni 2021 der Fernbacher Hof fertig ist. Himmlische Ruhe mitten in Gottes Schöpfung. Wir haben angefangen vor 6 Jahren, 2015, Spenden zu sammeln, zu planen, zu überlegen. Und ich kann nicht müde werden zu danken allen, die sich engagiert haben, im Förderverein, im Bauausschuss, bei der Einwerbung von Spenden, bei den vielen Aktionen, die es gab, die es möglich gemacht haben, dieses tolle Projekt zu finanzieren und zu realisieren. Und mein besonderer Dank nochmal an Herrn Winkler, den Leiter des Bauausschusses, Herrn Vollmer, den Leiter des Fördervereins, aber auch das Architekturbüro Hendrich und Faber, Frau Münzer, unsere Architektin und alle, die dort mitgewirkt haben. Und wir werden noch alle namentlich aufführen und würdigen und überlegen uns dazu auch noch was, wenn der Bau fertig ist. Danke an alle, Daumen drücken für die letzten 4 Wochen, bis der Fernbau fertig ist.